Das ist Obst, das ist klar. Und jetzt schauen Sie mal, das hier, das ist auch Obst. Sieht ein bisschen anders aus, aber aus beidem kann man Smoothies machen. Und die sollen angeblich mit diesem Pulver genauso gut schmecken. Vorteil, das lässt sich länger aufbewahren und schneller verarbeiten. Aber schmeckt das auch? Wir haben es probiert. Mangos, Himbeeren oder Bananen. Frisches Obst in Pulverform. Angeblich genauso gesund. Aber schmecken die Obsttörtchen und Smoothies aus Instant-Obst etwa genauso gut wie aus frischen Früchten? Wir bestellen uns das geheimnisvolle Früchtepulver und besuchen die Fabrik im nördlichen Salzwedel. Hier wird das Früchtepulver hergestellt. Und das sind die drei Erfinder aus Liechtenstein. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Früchte zu pulverisieren? Du kennst es vielleicht selber, wie es so ist mit den frischen Früchten, mit den Beeren. Die gehen nach ein, zwei Tagen, sind die einfach kaputt, verschimmelt. Dann haben wir uns einfach gedacht, es muss doch eine andere Möglichkeit geben, wie man zu Hause immer Früchte haben kann, die lange haltbar sind. Und das ist gar nicht so kompliziert, wie sich das anhört. Schauen wir die ganze Produktion zusammen an. Von der Frucht zum Pulver. Das passiert hier. Bevor wir in die heiligen Produktionshallen dürfen, erstmal durch eine Hygieneschleuse. Der Werksleiter Thomas Grote ist unser Fruchtpulverguide. Heute werden hier Erdbeeren pulverisiert. Das sind also jetzt die gefrorenen Erdbeeren, die sind alle schon gefroren. Das Pulver wird also tatsächlich aus echten Früchten gemacht. Aber warum tiefgefroren? So, dass die Frische gewährleistet ist, dass die Kühlkette nie unterbrochen wird. Wenn das passiert, besteht nämlich Schimmelgefahr. Um zu testen, ob die Ware auch wirklich frisch ist und allen Qualitätsstandards entspricht, nehmen Mitarbeiter von jeder Kiste eine Probe, um sie im Labor zu untersuchen. Alles, was in den Früchten drin ist, kommt später auch ins Pulver. Deswegen sind die Kontrollen der angelieferten Früchte auch so streng. Unsere Pulvergründer zeigen uns schon mal eine der vielen Rezeptideen. Der Fruchtpulver-Smoothie. Man kann Frutschis wirklich überall anwenden, wo man auch frische Früchte anwenden würde. Man kann natürlich auch im Mixer mit frischen Früchten kombinieren. Aber jetzt in diesem Fall machen wir wirklich einfach so im Shaker mit Wasser und Fruchtpulver. Mit knapp 10 Euro pro 100 Gramm, nicht gerade geschenkt. Unser Rezepttipp? Banane und Heidelbeere, Himbeere und Erdbeere. Gibt einen schönen Beeren-Smoothie. Kräftig schütteln nicht vergessen. Sieht tatsächlich aus, als wären hier frische Erdbeeren durch den Mixer gegangen. Es verteilt sich dann im Wasser. Und es ist ja so, dass Pulver Wasser wieder aufsaugt. Also man kann es dann ruhig noch ein, zwei Minuten stehen lassen. Dann wird es einfach von der Konsistenz her noch mal etwas besser. Übrigens, wer statt Wasser Milch nimmt, hat ruckzuck statt einem Smoothie einen Früchtemilchshake. Und wie schmeckt der Pulversmoothie? Darfst du gerne kosten. Jetzt sind wir gespannt, was du dazu sagst. Ich bin Smoothie-Fan. Ich muss sagen, es ist schwierig, es auf Anhieb dann zu unterscheiden. Schmeckt echt nach frischen Früchten. Zurück in der Fabrik wollen wir wissen, wie die bereits geschredderten Erdbeeren denn jetzt getrocknet werden. Und wie daraus dann Pulver wird. Für diesen entscheidenden Produktionsschritt kommt die Erdbeerfracht über ein Schienensystem in diese mysteriösen Silos. Was passiert da drin mit den Erdbeeren? Durch das Kontrollfenster erkennt man schon mal so gut wie nichts. Das Geheimnis? Die Erdbeeren werden hier gefriergetrocknet. Das Gefriertrocknen passiert in einem Hochvakuum. Und da hat Wasser die Eigenschaft, und auch nur Wasser die Eigenschaft, sofort vom festen in den gasförmigen Zustand überzugehen. Das Vakuum sorgt also dafür, dass das Eis aus den Früchten ganz langsam verdampft, ohne dass es vorher flüssig wird. Bis die Früchte komplett trocken sind, dauert es ca. 10 Stunden. In so einen Gefriertrocknungstunnel passen rund 1200 Kilogramm Erdbeeren. Nachdem das Wasser verdampft ist, bleiben noch ungefähr 100 Kilogramm trockene Erdbeeren übrig. Dieses Verfahren hat einen riesigen Vorteil. Die Gefriertrocknung ist die schonendste Art zu trocknen. Wir verlieren kaum Geschmack, wir verlieren kein Aroma, wir verlieren wirklich nur Wasser. Und die Vitamine bleiben erhalten, alle gesunden Nährstoffe. Aha, klingt schon mal nicht schlecht. Hier prüfen die Mitarbeiter, ob sich im Früchtegranulat noch Fremdkörper, zum Beispiel Steinchen, verstecken.
Schließlich soll am Ende nur die pure Frucht in der Dose landen. Jetzt wird aus den trockenen Früchten das Erdbeerpulver. Die Stückchen, die wir vorhin gesehen haben, kommen jetzt hier hin, werden hier nochmal durchgelaufen lassen und werden vermahlen zu einem ganz feinen Pulver. Eine Erdbeere in Pulverform. Sieht eher aus wie Paprikagewürz. Das Gemahlene kommt jetzt hier drauf. Genau, und jetzt sieht man gleich auch, wie fein gemahlen das Pulver ist. Und das ist das Faszinierende auch an Frutschis, dass eben die ganzen Stückchen in der Frucht mit drin bleiben. Stückchen sehen wir jedoch nicht. Und noch eine weitere Rezeptidee. Die Joghurt-Fruchtbombe. Wir machen jetzt einen Fruchtjoghurt, ganz normal aus einem Naturjoghurt. Nehmen dann die Lieblingsfruchtsorte auf einen Joghurtbecher, so 1-2 Teelöffel. Wir geben zu, lecker sieht es aus. Was sagen eigentlich die Kalorien? Ganz kalorienlos ist es jetzt auch nicht. Das ist genau der Punkt. Also auch in frisches Fruchtpulver sitzt ja alles mit drin. Der Fruchtzucker bleibt mit drin, außer eben ohne Wassergehalt. Dadurch, dass nur Wasser entzogen wird, bleibt der Kaloriengehalt von Pulver und Frucht also gleich. Und was ist mit den Vitaminen und den Geschmacksstoffen? Bleiben die auch in den getrockneten Früchten und im Pulver? Wir haben beim Lebensmittelchemiker Professor Dr. Regier nachgehakt. Die Gefriertrocknung ist eine der schonendsten Trocknungsverfahren. Und dabei bleiben also die Vitamine üblicherweise vollständig erhalten. Und was ist mit dem Geschmack? Ein Teil der Aromen gehen sicherlich verloren. Allerdings ist es so, dass innerhalb des Pulvers das Aroma trotzdem aufkonzentriert wird. Und somit hat man trotzdem noch einen sehr guten Aromaeindruck. Im Pulver bleiben also tatsächlich die meisten Stoffe aus der natürlichen Frucht erhalten. Aber backen mit Pulver statt Früchten, geht das? Das nächste Rezept, Cupcakes. Da kann man einfach sein Lieblings-Cupcake-Rezept nehmen, kann Frutschis da hinzufügen. Wir machen es jetzt dieses Mal mit Heidelbeere, das gibt eine tolle Farbe. Dafür nehmen wir einfach eine Backmischung mit ein wenig Milch, 2 Löffel Frutschis und ein Ei drüber. Fertig. Das Heidelbeerpulver bringt eine tolle Farbe in den Teig, in das Topping und das auf eine ganz natürliche Art und Weise. Zugegeben, unschlagbar schnell das Rezept. Ab geht's bei 200 Grad für 12 Minuten in den Ofen. Und sogar in das Topping kommt Pulver rein. Da machen wir eine schöne Buttercreme. Mit 60 Gramm Butter und ein bisschen Puderzucker ist auch die schnell gemacht. Noch hat's ja noch keine schöne Farbe, das ändern wir. Ein knalliges Himbeerrosa, ganz ohne Farbstoff, nur aus echten Früchten. Jetzt fehlen nur noch die Cupcakes. Jetzt dekorieren wir unsere Heidelbeer-Cupcakes mit Himbeer-Buttercreme und obendrauf vielleicht noch eine echte Beere. Optisch gibt's schon mal volle Punktzahl. Aber wie schmeckt es denn jetzt? Es schmeckt wirklich nach Heidelbeeren. Wir wollen es noch genauer wissen. Der direkte Vergleich Pulver versus frisches Obst. Pulver-Smoothie für 4 Euro oder die gleiche Menge Smoothie aus frischem Obst für 5 Euro? Lohnt sich der Aufwand für die Obstzubereitung? Oder muss man ab sofort nur noch schütteln? Schmecken Passanten den Unterschied zwischen dem Pulver in der blauen und dem frischen Obst in der roten Kanne? Also ich würde sagen, der rote ist besser, schmeckt besser. Ja, der schmeckt besser. Aber ich glaube, der blaue ist der frische. Der rote schmeckt besser. Der blaue ist angemischt. Allein schon die Konsistenz so vom Geschmack her. Also ich denke, der blaue ist der aus den frischen Früchten, weil der schmeckt fruchtiger und die Stückchen schmeckt man auch mehr als bei dem. Ist genau andersrum. Okay. Also wirklich, das ist dann der frische. Der rote ist auf jeden Fall der, der aus Früchten gemacht ist, weil von der Konsistenz ist er einfach kräftiger, vollmundiger. Hast du recht. Super. Ja. Ja, der rote ist der mit den frischen Früchten. Schmeckt definitiv intensiver, fruchtiger, die Farbe ist auch schöner und Konsistenz ist definitiv besser. Das schmeckt ein bisschen mehlig, muss ich sagen. Ist richtig, das ist der frische. Sehr gut. Klasse. 15 von insgesamt 20 Testern erkennen den frischen Smoothie sofort und finden ihn auch leckerer. Unser Fazit. Geschmacklich kann das haltbare Pulver zwar nicht ganz mit frischem Obst mithalten, aber es ist tatsächlich fast genauso gesund. Und im Alltag, wo es auch mal schneller gehen muss, eine echt praktische Alternative zu frischen Früchten.